Sehr spannend wäre doch die Fragestellung, ob wir es überhaupt schaffen, Schule außerhalb der bekannten Strukturen zu denken. Also die eine Möglichkeit ist ja, an das anzuknüpfen, was wir schon kennen. Also wir kennen, Schüler gehen von 8 bis 2. Schule, haben Unterrichtsfächer und werden nacheinander unterrichtet. Und es könnte doch ganz spannend sein, darüber nachzudenken, dass wir zwar diesen Standort Schule haben, aber dass er sich nach innen verändert, indem man zum Beispiel immer nicht mehr über starre Fächergrenzen nachdenkt, sondern über gemeinsame Projekte, die man mit Expertise ausbreiten kann, oder eben auch nach außen verändert, indem man überlegt, welche externen Partnerinnen und Partner können das Schulleben bereichern und wie kann man die einbinden. Also ich glaube, dass wir eine ausreichende empirische Datenlage haben dazu, welche Probleme wir in Schule haben und was man alles angreifen könnte. Also Bildungsgerechtigkeiten, Bildungsungleichheiten und so etwas. Wir haben Abbrüche in den Übergängen zwischen den einzelnen Phasen, also Einstieg in die Schule, Übergang von der Primarstufe zur Sekundarstufe. Und wenn wir doch all diese Problemfelder kennen, dann müssten wir doch langsam auch anfangen, mit neuen Lösungen darauf zu reagieren. Also neue Ideen zu entwickeln, wie wir Schule gestalten, dass wir an diesen Problemfeldern effektiver arbeiten können. Also ich sehe natürlich, dass es sehr viele Beharrungsmomente im System gibt und man darf auch nicht einfach über die Widerstände und über die Ängste hinweggehen. Und deswegen würde ich dafür plädieren, mit vielen guten Ideen, also sogenannten Grassroot-Movements, die wir weiter ausrollen, immer weiter daran zu arbeiten, Schule neu und anders zu gestalten. Und wir sehen, dass es viele gelingende Beispiele gibt, die wir auch ins Land oder in den Bund in dem Falle ja transportieren können. Und eine Idee ist natürlich eben die Öffnung zum Umfeld, zum Quartier, neue Gebäude zu schaffen. Also eine Idee ist doch mal, ich habe es neulich im Twitter-Lehrerzimmer gelesen, zu fragen, wenn die Schule eine Kneipe wäre, was wäre sie dann? Und die Antworten waren ja eher erschütternd. Also sie wäre geschlossen, weil aufgrund mangelnder Hygiene und mangelnder Gebäude und man hätte Schalenwein, also ein schales Bier und alten Wein in alten Schläuchen. Und ich finde die Frage, wenn wir immer jetzt nur so negativ auf Schule blicken, total spannend zu überlegen, was für eine hippe Kneipe könnte das sein? Also wenn das der Innenort wäre, also wenn Schule der Ort wäre, an dem wir jeden Morgen hingehen würden, weil wir da als kreative Menschen ganzheitlich gefördert werden würden, weil man uns da ansprechen würde. Natürlich nicht, weil man uns da Alkohol serviert, aber weil man auch das beste Essen bekommt und die beste Infrastruktur. Und weil wir da hingehen, weil das der Ort ist, ist vielleicht ein bisschen ausgereizt zu sagen, aber das ist eben der Lebens- und Lernort, den wir da gestalten. Und da wünsche ich mir innovative, zukunftsfähige Modelle, dass wir Schule denken als den Begegnungsort im Stadtteil. Das wäre doch total spannend. Und dann müssen wir nicht mehr über innerschulische Kooperation, außerschulische Kooperation oder Partnerinnen und Partner nachdenken, sondern es wäre vielleicht selbstverständlich, dass all diese Menschen ihre Expertise im Sinne der guten Sache, eines gemeinsamen Ziels, nämlich Zukunftsfähigkeit, miteinander verbinden und miteinander gestalten. Das wäre eine spannende Idee. Gestaltungsspielräume von Schulen, das ist eine total spannende Frage. Ich würde sie trotzdem ganz anders stellen. Also darf man überhaupt fragen, ob man da ausreichend Zeitressource hat, wenn man sich hier mit Kindern und Jugendlichen, also mit Menschen beschäftigt, denen man doch den bestmöglichen Start in das Leben, in die Zukunft, in ihr Berufsleben, in die Gestaltung ihres Lebens geben möchte. Dann ist doch die Fragestellung, was kann Schule, außerschulische Partner, was können wir alle dazu beitragen, diesen Kindern und Jugendlichen bestmöglich den Weg zu bereiten. Und dafür sollten alle alles geben. Und die Frage ist doch dann, wie nutzen wir die uns zur Verfügung gestellte Zeit, die wir im schulischen Rahmen haben, um die passende Infrastruktur, die passenden Materialien, die passende Expertise für jedes Kind individuell zur Verfügung zu stellen. Und das ist doch die für mich entscheidende Frage, wie kann man die Lernerbiografien des Einzelnen, der Einzelnen so gestalten, begleiten, unterstützen, dass sie am Ende ihr Leben gestalten können und damit sind wir wieder bei der Maslow'schen Bedürfnispyramide,
also Selbstwirksamkeit entfalten können, sich selbst in dieser Gesellschaft einen Ort und einen Platz schaffen können, an dem sie glücklich sind, an dem sie ihr Leben nach ihren Vorstellungen gestalten können. Und das wäre doch eine Aufgabe, die wir uns dann gemeinsam geben. Und da frage ich mich, ob man dagegen überhaupt noch widerständig sein kann, wenn man das als gemeinsames Ziel definiert. Ja, wie kann das bestmöglich gelingen? Das Schulleben vielfältig zu gestalten, ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Auftrag an die Schule. Aber das will ich als Auftrag nicht nur in der Schule belassen, sondern das muss eine Gestaltung durch das gesamte Umfeld der Schule sein. Also Menschen zusammenzubringen, in Kooperation gemeinsam zu arbeiten, über Kooperationsverträge sich auch abzusichern, dass die, dass das eine verlässliche, vertrauensvolle Kooperation ist, ist sicherlich ganz sicher. Aber bevor es das gelingt und bevor man dazu kommt, ist es meines Erachtens wichtig, sich über die dahinterliegenden Normen und Werte auch zu verständigen, darüber zu sprechen, was sind denn die Ziele, die wir verfolgen und auch, was sind die gemeinsamen Visionen und der Weg dahin. Und das sollte doch gelingen, indem man zum Beispiel in Zukunftswerkstätten oder mit anderen Methoden, auch dem Design Thinking, in der Lage ist, Menschen erstmal zusammenzubringen und gemeinsam etwas zu entwickeln. Also nicht nur, weil es dann ein gemeinsames Produkt ist, aber auch, weil man sich verständigen kann auf den Weg, den man dann zu diesem Ziel gemeinsam begehen will. Ich würde mir wünschen, dass hier Ideen entwickelt werden, wie man Visionen entwickelt. Und das meine ich nicht nur innerschulisch, dass sich Lehrkräfte, Schulleitungen und alle an Schule Beteiligten, Erziehungsberechtigte über die Vision von guter Schule verständigen, sondern auch gemeinsam mit außerschulischen Partnern, genauso wie mit den Administratoren, mit Schulaufsicht, mit den Ministerien, dass da Menschen zusammenkommen und gemeinsam für diesen schulischen Standort eine Idee entwickeln. Also immer mit dem Ziel vor Augen, zukunftsfähige, innovative Schule bereitzustellen, in der Schülerinnen und Schüler bestmöglich zukunftsorientiert lernen können. Ja, ich wünsche den Teams ganz viel Zeit und Freude daran, sich Gedanken darüber zu machen, wie man Schule neu denken kann und wie man Visionen entwickelt, um diese alten Barrieren und systemischen Strukturen aufzubrechen. Das ist gegebenenfalls anschlussfähig an das, was wir schon kennen, aber vielleicht ist es auch ganz neu, was ihr da denkt. Und die Gedanken, die ihr neu formuliert und die Impulse, die ihr ins System gebt, die werden Gesellschaft sicherlich einen Schritt nach vorne bringen. Und ich wünsche mir, dass wir am Ende über Schulen nachdenken, in denen Lernformate gestaltet werden und Beziehungen, die uns alle große Lernfreude bereiten und in denen wir gerne arbeiten wollen, also lehren wollen und lernen wollen und uns einander begegnen wollen. Und ich glaube, dass die Zukunft, die wir da gemeinsam gestalten können, also jetzt beginnt, mit euren Ideen zusammen. Und ich wünsche euch, dass ihr genauso viel Freude in der Durchführung des Hackathons habt, wie ich jetzt hier in der Vorbereitung.